Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dieses Mal wieder mit einem neuen Modell. Oder wie drücke ich es aus, mit einem neuen alten Modell? Jawohl. Und zwar dem Ford Mustang, den Shelby GT500 von 1967 in Grün. Grün ist ja meine Lieblingsfarbe und ja, ich weiß, ich habe jetzt kein grünes T-Shirt an, das muss ich ja auch ein bisschen absetzen von der Farbe her. Ihr seht das Poster, riesig groß und ja, die ersten Teile, wie gesagt, sind angetroffen und das möchte ich euch natürlich zeigen. Und ein bisschen möchte ich natürlich auch hier mal drauf eingehen, auf dieses Modell. Und zwar, jetzt habe ich schon wieder falsch gesucht. Und zwar müsst ihr da auf De Agostini gehen. Ich gebe das mal nochmal ein, weil das ist schon wieder... Das ist schon wieder weg gewesen. Und wenn ihr dann auf De Agostini geht, ich werde das jetzt mal nicht machen, die Webseite extra vorstellen, da guckt ihr dann gerne rauf. Ich werde euch den Link natürlich unten in die Videokommentare reinsetzen. Und zwar könnt ihr da dann raufgehen auf Jetzt entdecken und dann den Ford Mustang euch anschauen. Ich werde mal ein bisschen dazu erzählen. Der ist im Maßstab 1:6. Ja. Das wird dann riesig, dieses Modell. Mal gucken, ob wir das auf der Webseite schnell finden, wie groß er wird. Ansonsten kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie anders noch raus. Es gibt eine Menge Abo-Geschenke. Und es gibt auch eine Vitrine, die ist 91 cm lang. Da könnt ihr euch schon vorstellen, wie groß dieses Modell wird. Ich habe jetzt tatsächlich auf der Webseite noch gar nicht gefunden, wie groß das Modell wird. Das ist ja auch ein Ding. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Oder ich bin ein bisschen blind. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist das Poster. Ich glaube, das könnte ja schon... Ne, Maßstab 1:6 ist das nicht, ne? 60. Warte mal, wo war denn 60? 30? 60? Das könnte bald passen, ne? Das könnte bald passen. Jedenfalls wird das Modell riesig und ja, also hier ist dann sozusagen vielen Dank, lieber Abonnent, dass Ihnen der Ford Mustang Shelby GT500 gefallen, also wir sind sicher, dass Ihnen der gefallen wird. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe das Modell ja also annähernd schon mal gebaut, und zwar die Eleanor. Und viele, die bei mir auf dem Kanal sind, wissen, dass ich sie zum zweiten Mal angefangen habe. Und deswegen können wir auch ein paar Größenvergleiche machen. Ich würde sagen, ihr kommt jetzt erstmal auf meinen Basteltisch. Da zeige ich euch die erste Ausgabe und die zweite auch noch. Ich habe die erste schon zusammengebaut. Ja, ich war so frei. Im Grunde genommen wiederholen sich die Bauschritte. Einiges ist natürlich ein bisschen anders. Und das gucken wir uns dann auf jeden Fall einmal an. Ich würde sagen, ihr kommt auf den Basteltisch, auf meinen Basteltisch. Und ich hoffe, dass ich dann noch ein paar mehr Informationen rausbekommen habe, die ich euch dann hier gleich einmal zeigen kann oder erzählen kann. So, hier ist nochmal, damit man das nochmal sehen kann, was für ein schönes Grün das ist. Das Modell wird nachher 23 cm hoch, 79 cm lang und 31 cm breit. Hochwertige Materialien. Scheinwerfer, Bremslichter, Blinker und Hupe werden mittels, jetzt kommt's, Fernbedienung aktiviert. Und das finde ich ja geil. Mit dem Lenkrad lassen sich die Räder bewegen. Tür und Fenster verfügen über Öffnungs- und Schließmechanismen. Und das ganze Modell hat dann eine Metallkarosserie. Hier ist die Größe des Heftes. Wir vergleichen das mal mit dem Heft von der Eleanor und sehen, auch das passend zum Maßstab etwas größer. So,
Was wir natürlich aber wissen wollen, was kriegen wir in der ersten Ausgabe geliefert? Wir bekommen die Stoßstange. Deswegen ist es auch gut, dass wir hier die helle Schneidmatte haben. Da kann man das dann richtig schön sehen. Das ist was ist das für ein Grün? Ein schönes Grün. Das ist grün. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze schon zusammengebaut. Und wir können jetzt mal die Breite so gucken. Ne, ein bisschen kommt ja nachher noch dazu, aber das hat hier schon 28,5 cm. Das ist schon Wahnsinn. Lieferung 1 gibt es einen Schraubenträger. Damit habe ich auch die Teile jetzt verschraubt. Für viele, die neu dazukommen, die Schrauben, die werden hier ins Metall reingeschraubt und da nutze ich Schneidöl. Hier haben wir einen kleinen Unterschied. Zwar, weil das alles ein bisschen größer ist, werden hier unten kommen jetzt noch extra Lichter rein. Ne, kann man schön sehen hier, die Bauteile sind hier alle reingesetzt worden, die Spiegelgläser, Scheinwerfergläser, und dann haben wir hier dann natürlich die Aufnahmen, wo dann hier dann die LEDs später reinkommen werden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und ja, das Ganze, wie gesagt, wird zusammengebaut und auch das Nummernschild hier wird hier vorne schön angeschraubt. Und wie gesagt, alles mit Metallschrauben, die dann quasi erstmal in das Metall ein Gewinde reinschneiden. Und deswegen nehme ich immer etwas Schneidöl. Für welche, die das interessiert, wie das Schneidöl heißt. Ich habe jetzt hier sowas hier. so ein Schneidöl, das gibt es auch natürlich, wie heißt das hier, dieses W40, ja, das kann man dann auf jeden Fall nehmen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall, bevor wir zur Ausgabe 2 kommen, zeige ich euch dann Ausgabe 1 oder die Stoßstange von der Eleanor, damit man dann einfach mal einen Unterschied sieht, wie groß das dann ist, ne? Wie groß der Unterschied das ist, dann ist. Natürlich hat die Eleanor hier vorne die Front eine andere Form. Aber was das den Ausschnitt hier angeht, den können wir ja mal vergleichen. Hier haben wir 13 cm den Ausschnitt. Und hier haben wir noch eine kleine Ecke drin. Und hier haben wir 16,5 cm. Also ihr seht, ja, das Teil wird riesig. Wir kommen dann auch gleich zur Ausgabe 2. Partwork üblich haben wir immer erstmal Teile, damit wir uns einen Einblick verschaffen können, wie groß wird das Ganze. Ja, dass man sich das vorstellen kann. Hier haben wir dann die Ausgabe 2 und wir sehen, wir bekommen ein Rad. Und ja, ich wollte euch nochmal zeigen, für welche... sind ja immer mal wieder auch neue Zuschauer auf dem Kanal oder die mit Partwork neu in Verbindung kommen. Ich mache das dann immer so mit einem Cuttermesser, also mit einem Bastelmesser, gehe ich dann hier immer rein. Also nicht irgendwie versuchen, von hier hinten aufzumachen oder so. Da kann man bloß Teile mit beschädigen. Deswegen gehe ich immer hier rein und dann wird einmal ringsrum. Ja, das geht auch gar nicht so schwer. Die Hände sind hier oben drauf. Da kann dann nichts passieren. Einmal ringsrum, bis alles lose ist. Dann hat man hier die Pappe. Ne? Argentinien, Brasilien und Tschechien und Deutschland, Österreich und Spanien und Portugal und USA, Polska und UK und, naja, und alle möglichen Länder stehen hier drauf. Also ist dieses Modell quasi international. Ja, jetzt macht das ein bisschen Krach. Und jetzt braucht man hier einfach nur das beides trennen. Einfach nur, ich komme jetzt hier gerade nicht zwischen. So, und dann kann man den Deckel einfach abnehmen. Na, hat man den Deckel ab. Und dann kommen wir hier schön an die Bauteile ran. Wir holen uns natürlich auch nochmal das Heftchen. Ausgabe 2 und sehen dann, ja, dass wir ein
vorderes Rad bekommen. Und das ist hier der Gummi. Das ist wirklich Gummi. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich kannte das so nicht. Also nicht so. Das ist ja mal richtig stark. Dann bekommen wir hier, das sind bestimmt jetzt, die Dinger kommen hier rein, damit das Ganze stabil bleibt. Sozusagen Verstärkungen fürs Rad. Dann hier zwei so eine Klipse. So eine Verbinder, die hier nachher reinkommen. Das ist für mich neu. Aber dann ist ja auch gut, dass ich das dann noch zeige. Dann haben wir hier die äußere und die innere Felge. Die Schrauben dazu. Dann haben wir noch ein Ventil und die Nabenkappe. So, vorsichtig die Nabenkappe hier rausholen. Hier schön mit der Cobra drauf. Umso größer, umso besser natürlich zu sehen. Shelby Cobra steht dann da so schön drauf. Und dann das Ventil ist hier nochmal, da müsst ihr dann aufpassen in der Verpackung. Das ist nochmal gesichert mit einem Klebestreifen. Und dann haben wir hier, das muss ich jetzt mal gucken, 2F Wheel Mounting Bolts. Wo das dann da reinkommt. Achso, das kommt hier dann nachher rein, dass wir sozusagen die Radmuttern oder ne, andeuten können. Das ist natürlich cool. Je größer der Maßstab, je besser kann man so ein paar Sachen darstellen. Ne? So, dann gucken wir mal. Die Schrauben werden wir sicherlich auch gleich brauchen. Die werde ich schon mal befreien aus der Tüte. Die Schrauben sind auch alle größer, wie wir das bei den 1:8er Modellen kennen. Aber wir sind ja nicht bei 1:8, wir sind jetzt bei 1:6. Das ist ein Goodyear Speedway 350 A70-15 Load Range B, ja, Speedway 350. Steht auf beiden Seiten. So, und jetzt gucken wir mal, welches die schönere ist, und die wollen wir dann auch als Außenseite nehmen. Denn, ne? So, dann werden erstmal hier diese Verstärkungen hier reingebracht. Steht hier irgendwas mit warm machen? Nein. Doch, hier steht: To make mounting the wheel easier, you can soften the tire using warm water. Also man kann das mit warmem Wasser machen. Ich werde mal von der schlechteren Seite reingehen, falls wir hier irgendwas gegendrücken. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch so hin. Also die erste Seite war nicht schwierig. Jetzt kommt die zweite Seite. Das wird, ist jetzt schwieriger, aber man muss schon versuchen, so dicht wie möglich an den vorangegangenen ranzukommen. So, jetzt muss ich das ein bisschen vor der Brust nehmen und dann kriegt man das rein. Also von der Seite, die man nachher nach innen haben will, falls man da irgendwelche Kratzer macht. Von der anderen Seite ist das dann schöner. So, jetzt haben wir dann, hier kann man das dann sehen, hier kommen dann diese ja, Verbindungen rein, die Verbindungsclips. Einfach nur zack zusammendrücken. Also das ist auch mal eine ganz andere Technik, die kannte ich so bis dato noch nicht. So, das muss natürlich alles richtig zusammen. So, okay, jetzt suchen wir uns, das hätten wir, jetzt suchen wir uns die schönere Seite. Nein, machen wir noch nicht. Wir nehmen erstmal hier das Ventil und stecken das hier rein. Soll das versenkt werden oder nicht? Doch, ich glaube, das soll versenkt werden. Das ist... Das muss jetzt hier richtig sitzen. Das ist, wie gesagt, viereckig.
Hier muss das Viereckige in das Runde. Dann muss man, glaube ich, die richtige Position treffen. Dann kann man das Ganze vielleicht reindrücken. So ist es. Na, dann guckt hier das Ventil durch. Das hätten wir. Dann brauchen wir hier natürlich die Radmutter. Das sind auch Sechskant. Und hier haben wir einen Schlitz. Ein Schlitz, ja, hier ein Nupsi. Den brauchen wir nachher auch, wenn wir das Rad aufsetzen. Und da haben wir dann hier den Schlitz drin. Und dann kommt das auch nur an diese Position. Und dann drücken wir das nur hier rein. Und dann sehen wir hier auch noch die Radmutter. Ja, cool. So, dann nehmen wir die gute Seite nach unten. Das ist die, ja, für, wie ich finde, gute Seite. Die nehmen wir nach unten, weil wir dann die innere Felge hier einmal reinsetzen. So. Ja, ich mal gucken, ob das gleich so klappt, wie ich mir das denke. Dann setzen wir von hier die äußere Felge. Ich will ja mal gucken, dass ich das Ventil immer an einer bestimmten Stelle habe. Hier in dem Falle, hier bei dem Zeichen bei Goodyear. So, dann haben wir die äußere Felge. Dann können wir die innere doch noch danach ausrichten. So, und jetzt geht das dann los. Jetzt brauchen wir dann die Schrauben, die DS19. Ja, wie mache ich es jetzt am besten? Mal gucken, ob das jetzt so hält. Ich will das ja nachher gleich wieder ordentlich anfassen. Ich nehme jetzt einen größeren Schraubentrecker. Ein 350 PH 1x80. Also kein PH0, kein PH00, sondern nur mal größer, ein bisschen stärker. Bisschen Schneidöl drauf und dann gucken wir mal, dass wir hier gleich irgendwo eine Position finden, dass wir die erste Schraube schon mal reindrehen. Aber nur ein bisschen, ja, nicht schon wer weiß wie. Dann können wir die nächste nehmen. Auch da Schneidöl drauf und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier zusammengedrückt bekommen. Normalerweise versucht man ja immer gleich eine Schraube dann gegenüber zu bekommen. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir nach und nach. Jetzt muss ich die erstmal. Ist die Schraube vom Schraubenträger gerutscht. Vielleicht, wenn wir Pech haben, kriegen wir das nämlich nicht so weit zusammengedrückt. Dann gehen wir erstmal einen daneben, dass wir das sozusagen nach und nach zusammendrücken. Dann werden wir das mit den Schrauben nämlich schön zusammenziehen. Ich treffe das hier nicht, das reicht noch nicht. Jetzt müssen wir die erste doch wirklich schon ein bisschen weiter ran drehen. Das reicht noch nicht. Klappt nicht so, wie ich das gedacht habe. Weil die Schrauben müssen natürlich, das Gewinde muss auch greifen. Also falls, ne, vielleicht der eine oder andere sagt, oh, das geht ein bisschen schwer, dann macht euch den Reifen dann warm. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Probleme, das zusammenzubekommen. Da gibt es dann eine einfache Lösung und die nennt sich Klemmzwinge. Da kann man sich dann mit behelfen. Müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht auf den Gummi kommt. Also die hier ist aus Plastik, wird eigentlich keine Kratzer verursachen. Und dann mit der Klemmzwinge bisschen zusammendrücken, denn die hat ein bisschen mehr Kraft wie die Finger. Ich meine, ich habe mir auch schon eine Klemmzwinge kaputt gemacht, so ist das ja nicht.
So, dass wir ein bisschen dichter zusammenkommen. Und den Rest müssen dann die Schrauben schaffen. So, die nächste hat auf jeden Fall jetzt gegriffen. Das können wir jetzt nach und nach und nach und nach und nach machen. Immer ein Stückchen weiter. So. Eine haben wir hier noch. Und die hat noch kein Gewinde gekriegt, geschafft. Und wie gesagt, nicht abrutschen. Ich habe eben Glück gehabt, dass ich nicht meinen Finger getroffen habe. Aber wäre nicht das erste Mal. Also es geht immer noch schwer. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir die Zwinge gleich zerstört. Weil wir werden ja noch ein paar mehr Räder zusammenbauen, ne? Ich habe hier immer noch nicht das Gewinde getroffen. Zweite Zwinge. So. Mal gucken, ob wir jetzt langsam klarkommen. Müssen die Schrauben, die schon drin sind, die müssen jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Also ich habe nicht gedacht, dass das jetzt hier ein bisschen länger wird, das Video. Also wie gesagt, im Zweifelsfall gerne doch ins Wasserbad legen. Das habe ich jetzt nicht getan. Also das geht dann doch ganz schön schwer. Gut, damit das nicht zu lange wird, werde ich jetzt nach und nach das alles fertig schrauben und dann zeige ich euch dann gleich nochmal das Endergebnis. So, ich hatte dann doch mehr Schwierigkeiten wie erwartet und brauchte dann noch ein bisschen kräftigeres Werkzeug, eine richtige Schraubzwinge. So, die Nabenkappe, die hat hier einen Magnet, das heißt, wenn nachher das Rad angeschraubt wird, dann können wir die Nabenkappe schön rauf machen. Jetzt geht das natürlich nicht, hält nicht, müssen wir dann noch ein bisschen warten. So, das Rad ist quasi jetzt fertig und die Nabenkappe werde ich natürlich hier ein bisschen sichern. Passt die hier auch rein? Nee. Und zwar mit einem Klebestreifen. So, damit das nicht weg kann. Im Zweifelsfall könnt ihr das Ganze jetzt natürlich auch in einen Blister packen. In den Blister, wo das Rad mitgeliefert wurde. Ich möchte natürlich nicht versäumen, euch nochmal den Unterschied zu zeigen zwischen den Rädern. In 1 zu 8 sind wir bei 8 cm. In 1 zu 6 sind wir bei 11 cm. Wisst ihr Bescheid, ne? Also, was ein Oschi das will. So, dann haben wir hier die beiden Teile aus Ausgabe 1 und 2. Na? Und dann haben wir hier nochmal für den Ford Mustang im Maßstab 1 zu 6 gibt es noch eine Info. Die Vitrine wird leer geliefert. Also für einen zusätzlichen Obolus bekommt ihr dann eine Vitrine, ab Ausgabe 8, quasi ab Lieferung 3, kriegt man diese Vitrine dann dazu. Die kommt aber, das steht jetzt hier gerade nicht, also ich glaube nicht, dass die ziemlich am Anfang kommt, sondern ziemlich am Ende kommen wird. Und die Vitrine wird eine Länge von 91 cm haben.
Breite 41 und Höhe 28, das der Ford Mustang Shelby GT500 von 1967 natürlich da richtig komplett Platz findet. Was jetzt in Ausgabe 3 kommt, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass es die Motorhaube sein wird. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil das können wir so nämlich noch nicht sehen. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rad, kommt Motorhaube. So, hier nochmal die Teile zum Zeigen. Das hat schon ganz schön Gewicht. Und das wird, ich denke mal, das wird richtig geil, ein riesiges Modell zu bauen. Der eine oder andere wird sicherlich, jetzt kriege ich natürlich schon Probleme, was für eine Figur kann man da nachher reinsetzen. Gut, okay. Ja, die kann auf jeden Fall größer sein, ne? Für die, die ich sonst hier habe. Das war gesagt, wie gesagt, die Bauphasen 1 und 2. Auf deagostini.com könnt ihr das Ganze abonnieren. Alle weiteren Infos gibt es natürlich da. Wie gesagt, die Webseite werde ich euch unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Die ersten Teile sind verbaut. Das erste Rad. Die Stoßstange, die Frontstoßstange. So, die ersten beiden Hefte. Wird natürlich alles ordentlich weggelegt. Die Stoßstange, für die Stoßstange werde ich dann den Blister benutzen, weil erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass das noch eine halbe Ewigkeit dauert, bis wir das verbauen werden. Und ja, sicherer kann man das Ganze nicht verpacken. Mit dem Rad ist das jetzt so eine Sache. Gut, man könnte jetzt sagen, ne, das kriegen wir hier jetzt nicht reingelegt. Ja doch. Na doch. Kriegt man doch halbwegs, aber nicht so schön. Also das Rad kann man ja dann, damit es nicht beschädigt wird, in Küchenpapier einwickeln. Ja, könnt ihr bei Mutti Küchenpapier klauen quasi, ne? Es gibt noch ein paar kleine weitere Infos, und zwar gibt es ein paar kleine Abo-Geschenke. Und in Lieferung 3 gibt es zum Beispiel 3 Poster zum Einrahmen in der Größe 40x30. Das ist A3, richtig? Das ist A3, also größer wie A4 auf jeden Fall. Dann gibt es in der Lieferung 7 eine offizielle Tasse der Kollektion. Müsst ihr mal auf die Webseite gucken, die sieht echt schön aus. Dann gibt es in Lieferung 10 ein Ford Mustang Shelby GT500 mit weißer Lackierung und weiß-blauen, marineblauen Streifen im Maßstab 1:43. In Lieferung 14 eine Miniatur dieses Modells von statt 1:6 in 1:43. Und in Lieferung 20 gibt es einen dunkelgrünen Ford Mustang GT500 im Maßstab 1:24. Außerdem gibt es noch ein kostenloses extra PayPal-Abonnentengeschenk. Ford GT500 in Anthrazitgrau in Lieferung 16 kommt der dann. Und der ist 20 cm groß, auch im Maßstab 1:24, wer das dann so möchte. PayPal-Zahlung ist... ja, unkompliziert, ne? Ist wirklich unkompliziert, finde ich. Gut, ja, das war der Start des Ford Mustang GT500 von 1967 in dunkelgrün. Ich freue mich darauf. Was haben wir gesagt? 71 cm. Wir messen nochmal auf dem Poster. Ist hier überall weit über 80 cm groß, also etwas kleiner wie er da oben. Ne? Die Eleanor war ja auch nicht so klein, ich glaube 58 cm, also, aber die kann sich dann dahinter verstecken. Ich wünsche uns viel, viel Spaß beim Mustang im Maßstab 1:6. Ist mal was Neues, ist ja was den Maßstab angeht. Ja, außer bei Figuren in 1:2 oder 1:4, also für ein Auto Maßstab 1:6 finde ich schon sehr groß.
Ich hoffe mal auf nicht, dass sich das durchsetzt, aber trotzdem werde ich den jetzt natürlich auf jeden Fall bauen. Ich hoffe nicht, dass sich das durchsetzt, weil dann müssen wir anbauen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in bei diesem riesen Monster, bei diesem schweren Gerät. Tschüss.